Ja, willkommen bei Frag den Outdoor Challenge. Ich habe 5 Fragen gekriegt, die werde ich jetzt beantworten. Die Frage 1 kommt von Martin. Wie schaffst du den Spagat zwischen Fußballfan und Outdoor sein? Also momentan relativ easy, dass es keinen Fußball gibt und vor der Corona-Krise kann man es ganz einfach sagen. Das Problem war nicht, wie man einen Fußballfan und Schriftsteller da sein vereinbaren kann. Das geht relativ einfach. Die Schwierigkeit ist, dass man noch einen Vollzeitjob hat und noch ein paar andere Tätigkeiten. Ja, Zeitmanagement ist da ganz wichtig. Man muss es richtig einteilen können. Und ja, Schlafen ist ein bisschen eine Mangelware, aber wenn man es machen will, dann geht's. Es ist alles nur Organisationssache. Und man muss sich halt die Zeiten richtig schön einteilen, damit man alles schafft und alles mit Konzentration und Ruhe machen kann. Aber wie man sieht, ich habe es geschafft. Ich bin Fußballfan, ich bin Schriftsteller, ich bin Vollzeit arbeitstätig. Also, das geht schon. Frage Nummer 2 kommt vom Helmut. Wie kommt man auf so eine Story? Ja, frag nie ein Auto, wo er seine Sachen her hat. Das wissen wir eigentlich selber nicht. Sie sind einfach da, sie kämen. Fakt ist, dass ich seit meinem 15. Lebensjahr schreibe und ich habe viele, viele Ideen und Notizen mal über die Jahre hinweg notiert. Und wo ich mir entschlossen habe, dass ich wirklich ein Buch schreibe, habe ich mir einfach diese Notizen rausgeholt. Haben wir alles einmal durchgelesen und ich habe dann 3 Storylines zusammengefügt, aus dem ist dann das Buch Abzweigungen geworden. Habe natürlich noch ein paar Sachen dazu da, gewisse Ideen sind da wieder weggefallen und daraus ist dann auch noch weitere Storylines entstanden, weil es wird Fortsetzungen geben zu diesem Buch. Und ja, wie man drauf kommt, keine Ahnung, man hat es oder man hat es nicht. Und ja, irgendwie habe ich das in meinem Schädel und ich versuche es halt dementsprechend gut zu plotten und da halbwegs gut zu schreiben. Und ja. Ich hoffe, dass euch auch die anderen Storys, die kommen werden, euch noch richtig gefallen wird. So, Frage Nummer 3 kommt von der Vanessa. Was hat dich inspiriert? Ja, ich lese eigentlich schon mein ganzes Leben. Ich bin da auch Serienjunkie, ich bin da ein relativ großer Filmfan. Interessiert hat mich eigentlich immer die Drehbücher dahinter. Also für mich war der Regisseur nicht so wichtig, sondern wer die Drehbücher geschrieben hat. Und ich habe schon als junger Kerl, immer versucht, die Geschichten, die mir nicht so gefallen haben, besser auszuarbeiten und dadurch bin ich irgendwie zum Schreiben gekommen, habe dann auch virtuelle Serien geschrieben, relativ viele Preise gewonnen und inspirieren tut mich eigentlich alles, nicht nur Serien, Filme und Bücher, sondern auch Geschichten von Leuten, die mir erzählen, wie ihr Leben funktioniert und so weiter. Ich versuche mich immer in die Leute hineinzuversetzen und wie würde man in gewissen Situationen handeln. Und ich sage, daraus nehme ich eigentlich meine Inspirationskraft für meine Geschichten. Ich hoffe, dass die Frage relativ gut damit beantwortet ist. Gut, die nächste Frage. Also die nächste Frage ist wieder von der Vanessa. Wo schreibst du am liebsten? Da, wo ich gerade sitze. Wir sind gerade in meinem Zimmer. Ich habe da einen Computer mit 2 Bildschirmen. Ja, so wie heute das Zimmer eingerichtet ist. Ich schreibe nicht in einem Café oder in irgendeiner Lokalität, sondern ich schreibe zu Hause. Ich brauche meine absolute Ruhe, da darf mich niemand stören, weil da muss ich in meine eigene Gedankenwelt komplett einsinken. Fakt ist auch, dass ich relativ schnell schreiben kann, solange ich meine Tastatur habe. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, ist aber so. Und ich fühle mich einfach da zu Hause am wohlsten und da bin ich am ruhigsten und da kann ich einfach am besten schreiben und außerdem belästigt mich niemand, wenn ich es nicht will, weil man kann einfach die Türe zusperren. Also schreiben tue ich von hier aus, wird da weiterhin so bleiben und ich bin eigentlich relativ glücklich darüber. Und woanders habe ich bis jetzt eigentlich noch nie eine Geschichte geschrieben. So, und die letzte Frage kommt auch von der Vanessa. Liest du selbst gerne Thriller und wenn ja, von wem? Ich lese nicht nur Thriller, ich lese auch Fantasy, Science Fiction, historische Romane, eigentlich alles, was gut klingt und was mich interessiert. Natürlich lese ich auch Thriller. Früher als Jugendliche habe ich viel Stephen King und Wolfgang Holbein gelesen. Mittlerweile Dan Brown, Simon Beckett, sind so eigentlich die Hauptthriller-Autoren. Natürlich ein Fitzek, darf man auch nicht vergessen. Ah, der Black Crouch, obwohl es schon wieder eher mehr in Mystery und Fantasy geht, liest ich sehr gerne. Rick Riordan, die Percy Jackson-Reihe, unglaublich geil. Natürlich auch die Standardbücher Harry Potter, Herr der Ringe. Also ich lese eigentlich alles, was irgendwie interessant klingt und spannend ist. Und ja, natürlich sind da auch viele, viele Thriller dabei. Und natürlich mittlerweile sehr, relativ viele Self-Publisher-Bücher. Bleibt's gesund!